Uiuiui. Die Neuigkeiten heute. Jetzt bin ich gespannt. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Tropical zu begrüßen. Lucy! Ich hoffe, dass ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Damit sind wir bei der letzten Ankündigung für heute. Für alle Bastler auf der Insel habe ich eine ganz besonders delikate Nachricht. Denn für Bastelveteranen bieten wir nun einen speziellen Umgestaltungskurs an. So könnt ihr das Aussehen eurer Bastelprojekte umgestalten. Hm? Dieser Kurs wird eure Kreativität beflügeln. Okay. Der Kurs findet im Service Center statt. Kommt vorbei, wenn ihr mal kreativ tätig werden wollt. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Tropical. Nur einen Neuzugang. Was mit den anderen beiden? Und wer war Lucy? So, jetzt hat er auch endlich mal fertig geladen. Okay, erstmal, was haben wir für Post? Akademie. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier der Vergrößerung deines Hauses haben wir ein Geschenk für dich. Stimmt, das gab's ja auch noch. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliche Elektrogeräte? Oh, geil! Geil! Oh. Alter, hier steht jetzt aber der Traum vom Eigenheim. Die eigenen vier Wände, was für ein Gefühl. Nook Inc. belohnt jeden, der ein Haus baut oder erweitert mit dem begehrten Nookmine. Alter, wie oft kann ich das erweitern? Fünfmal. Okay, Stufe 3 sind schon 5 Erweiterungen. Alter Vater. Okay. Und was habe ich hier? Ach ja, stimmt, der Koi-Karpfen. Stimmt. Ganz vergessen. Oh yeah, Alter. Okay, Moment. Erstmal Stein. Denn ich habe ja so ziemlich mein komplettes Eisenerz in den letzten Folgen verballert. Okay. So, und wenn ich das gemacht habe, dann will ich mir... Okay, erstmal doch die Nookmine ansehen. Was haben wir denn hier? Ah, Stoße Felsen an. Gut. Was haben wir hier noch? Verdiene Sterne durch Verkäufe, lasse Fossilien bestimmen, das kommt noch, pflanze Obstbäume, fange Fische, bastle Sachen. Na, oh, das könnte alles noch was werden. Moment. Genau, ins... Ah, bist du Lucy? Nee, Harvey. Hey du, sag mal, wohnst du hier auf dieser Insel? War in dem Haus da hinten. Dachte ich's mir doch. Ich bin Harvey von nebenan. Also Nachbarinsel, grüß dich. Meine Freunde sagen einfach Edge zu mir. Wieso? Na, Edge wie Harvey. Klappt aber nur, wenn es laut sagt. Ja. Kannst du mir legen, was ich wollte. Ha. Ich höre ständig von eurer Insel und wie locker und relaxed es sich hier haust. Da wollte ich mal Hallo sagen. Also der Insel und euch und so. Okay. Eigentlich suche ich ja Ideen, um eine neue Künstlergruppe zu starten. Und so. Jetzt erklär mir mal. Eigentlich soll hier doch gar keiner wohnen. Einsame Insel und so. Bist du jetzt hier der Chef oder wie? Beste Idee aller Zeiten. Du solltest mal mein Fleckchen Erde besuchen kommen. Mhm. Fahr einfach zum Flughafen und frag nach Harveys Insel. Da wohne ich. Oh. Danke jemals für den netten Schwatz. Ich mach mich mal auf und schau mir Tropical an. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Aber okay. Nehme ich so hin. Oh yeah. Platz, Alter. Cool. Ja, jeweils außenrum eine Dingens mehr, ne? Eine Reihe jeweils. Oh, halt. Den. Nee, ich wollte doch. Ach Mann. Hier, dann kommst du halt erst weg. So. Hä? So?
So, wie war ein Drehen nochmal mit R? Nee. So. Okay. Ja, das ist nicht schön, aber. Moment, wie komme ich hier an die Wand? Wie war das noch mit Plus? Okay. Södele. Okay. Oder, warte, kann ich den? Ah, so. Okay. So lassen wir es erstmal. Oh, alter Platz. Und 120 Plätze im Lager. Das ist schon schön, ist das, ne? Was haben wir denn hier? Ein Staubsauger. Moment, der kommt hier auf den Teppich. Kann ich ihn auch benutzen? Ja, ich kann ihn anmachen. Okay, gut. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Geil, geil, geil. Ich muss sagen, das hier fällt mir. Also die Inneneinrichtung jetzt noch nicht so, ne? Da muss ich noch deutlich was basteln. Aber so generell. Blümchen. Wo ist denn Philippa hin? War ja doch eben. Hä? Da. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Hä? Ich will doch nur quatschen. Habe ich mal einen F- kann man wohl nichts machen. What? Oh, nächster Stein. Moment. Oh, yes, baby. Das freut mich doch. Hier war doch, genau, hier war doch auch noch ein Stein. Oh, halt, das war zu weit. Oh Gott. Also die Steuerung, die ist ein bisschen tricky, behaupte ich jetzt mal. Ja, komm, Stein ist auch gut. Brauche ich auch für viele Werkzeuge. Hä? Ist jetzt ärgerlich. Mit meiner Schaufel muss ich mich hiermit wohl verabschieden. Ja, ich habe ja noch eine. So, den hätten wir auch abgegrast. Okay, da hier, guck, die Blümchen werden auch. Da ist Harvey. Ach, die sind noch gar nicht fertig hier. Oh, hier. Moment. Wieso wird die eigentlich nicht automatisch als Favorit gesetzt? So. Gucken wir mal. Tausend Sternisack. Wuhu! Apropos Tausend Sternisack. Das hier könnte ja ein Geldbaum werden. Gucken wir mal. Ah, und hier könnte Dingens wohnen. Lucy, ne? Und wer zu Hause? War Lucy das Nilpferd? Ah, Schweinchen. Hallo, du, na? Erinnerst du dich noch, was du mir bei unserem letzten Treffen geraten hast? Hierher zu ziehen? Überraschung, ab sofort wohne ich hier auf dieser Insel. Ganz in deiner Nähe, nur einen Steinwurf entfernt. Abgefahren, oder? Jetzt können wir Party machen, wann immer wir Laune haben. Schnauzi. Schnauzi. Oh. Sauber. Und so irgendwas? Entschuldigung, seit wann ist es draußen denn dunkel? Ist voll uncool. Was? Alter, ruhig, Brauner.
Ja, okay, dann lasse ich dich halt in Ruhe. Ja, gut. Und irgendwo muss auch noch Hennes rumoxidieren. Vielleicht auch zu Hause, zumindest brennt Licht. Oh, und da waren Fossilien. Na, Keule. Perfektes Timing, sieh mal. Hm? Was ist das? Aber eine Bambustrommel angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen, so bei Kilometer 33 meiner ersten Runde. Jo. Siehst, wozu Langstreckenlaufen gut sein kann. Die Birne joggt mit, merkt ihr das? So ein Bastelprojekt ist wie ein richtig hartes Training und somit genau das Richtige für dich. Möchtest du dich auch an einer Bambustrommel versuchen? Aber sicher das. Weitergehen, bla bla bla. Ja, schönen Dank. Offenbar, Schrift ist leserlich. Kann ja vor Lauterkraft kaum einen Stift halten. Okay. Wenn er meint. Ja, tschüss, genau. Komischer Bock. So. Oh, oh, hier sind gleich zwei Fossilien. Ach. Verdammt. So. Oh yeah. Oh, verdammt. Alter. Das ist aber lächerlich. So, noch ein Fossil. Da sind ein paar Kirschen. Jawohl, die Brücke ist fertig. Uhuhu. Finde ich gut. Finde ich gut. Du sollst die Kirschen runterschütteln. Ah, Äste. Wieso wächst der Bambus hier nicht? Also nur dieser eine hier. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber na gut, gucken wir mal. Oh, der Laden macht auch gleich zu. Naja. Dann muss ich halt was in der Kiste verkaufen. So, erstmal Fossilien suchen, aber hier scheint keine mehr zu sein. Ist ja äußerst lästig. Der Baumstumpf fehlt. Das ist auch ein bisschen. Habe ich leider aus Versehen den Apfelbaum umgehackt. Shit. Okay. Na komm, dann sammeln wir hier am Strand noch ein bisschen was. Irgendwo ist doch bestimmt auch wieder eine Flaschenpost. Oder nicht? Siehst du, und Harveys Insel wollte ich noch besuchen. Hm? Was war das denn jetzt gerade hier? Irgendwann hat bei mir gerade Bumm gemacht auf dem PC. Oh, das ist schon geil, hier nicht mal den Stab zu brauchen. Oh, hier, da. Achso, nee, halt. Die Leiter war da. Kann ich irgendwas anderes? Ja, Moment. Als Favorit? Anstelle von dem Regenschirm. So. Fung. Ich sehe nix. Ah. Oh, Alter. Jetzt grab doch da mal das Loch. Ah. Okay. Gut, dann ist hier wohl nichts mehr. Aber da ist noch ein Steinchen.
Ah, der Geldstein. Yeehaw. Oh yeah, baby. Oh, das schmeckt. Oh, hier Muscheln, die können wir verkaufen. Und wie gesagt, vielleicht ist ja auch irgendwo noch eine Flaschenpost. Weiß gar nicht, oder ist sie nicht jeden Tag da? Kann auch sein, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ach, er schon wieder. Ah, der Gulliver. Oh, wie oft muss ich den jetzt anquatschen? Oh, noch 5 Minütchen. Gibt's nicht. Ah. Träume sind Schäume, doch Schlick trübt den Blick. Ja, was wo und außerdem noch warum und wann genau? Ja, was hast du für ein ruhiger Rückruf? Hm? Für sowas wird man bei uns gekielholt. Du bist es, Basti. Das ist was anderes. Ich bin geringfügig weniger verärgert. Was das mit dem Schlick und den Träumen sollte, keine Ahnung. Hat mir ein Fisch mal geflüstert. Nun, ich schätze, dass ich über Bord gegangen bin und hier angespült wurde. Passiert mir ständig. Hm, ja, schon das zweite Mal. Aber mach dir um mich keine Gedanken. Ich bin gut zu retten. Ruf einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen, praktischen... Was? Mein... Gute Güte. Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Ah, das Übliche. Das Ding ist völlig abgetakelt. Es fehlen einige Fernsprecherteile. Ja. Dann sehen wir uns mit Daffern reicht nur noch für wenige Stunden. Suchst du mir meine Filme? Ja, aber natürlich doch. Wieder 5 oder wie viel waren's? Mein Herz ist ja noch größer als dein Kopf. Alter. Auch nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Okay. Und halte nach dem Schiff Ausschau. Ja, nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Tu das. Aber du solltest dir mal irgendwie ein paar Gedanken machen, Keule. Ja, so schnell ist jetzt schon das zweite Mal. Ey, das war nur eine Teppichmuschel. Hm. Na, gucken wir mal. Dann, ach ne, Moment, den Stein hatte ich schon. Siehst du, hier sind noch ein paar Muscheln. Vielleicht auch Einsiedlerkrebs, mal gucken. Ja. Da ist die Flaschenpost. Mensch. Was haben wir denn? Kürzlich hatte ich auf einem Spaziergang eine Eingebung für eine fantastische Bastelanleitung. Vorzügliche Ideen müssen mit anderen geteilt werden. Ich hoffe, du schreitest zur Tat. Grüße in die Ferne, Judith. Okay, für einen Bambuskorb. Nehmen wir. Yeah. Keine Ahnung, was es bringt. Aber wir nehmen es mit. Und, die Bambustrommel muss ich auch noch erlernen von Hennes. Yay! Ups. Falsche Taste. Okay. Dann suchen wir hier auf der Insel noch mal ein bisschen rum. Brauchen wir noch Steine und Fossilien. Oder Steine brauche ich nicht, aber Fossilien fehlen ja noch ein paar. Theoretisch. Hier, guck, da ist schon mal ein Stein noch. Schaufel. Alter. Also die Steuerung ist echt. Ich weiß nicht, ist die mit einem Pro-Controller besser? Sollte ich vielleicht wirklich mal überlegen, mir so ein Ding zu holen. Ne, ich spiele ja noch hier mit den
Originalteil quasi. Ah, guck, ein Fossil. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Sauber. Gucken, ne? Da ist die Brücke. Habe ich noch Plätze im Inventar? Jo, zwei Plätze habe ich noch. Nein, nicht die Angel. Leider. So. Da hätten wir schon mal einen Ast. Hier aber doch auch irgendwo noch einen Ast. Da. Kann ich mein Haus eigentlich nicht nach hier versetzen? So schön aus dem Berg rauf. Am Wasserfall. Wäre doch schön. Moment, hier lang. Ah, guckst du? Noch ein Stein. So, und hepp. Okay. Sonst ist hier oben aber, glaube ich, nichts. Aber nichtsdestotrotz, ich habe erst 1, 2, 3, 4 Fossilien. Ach, und hier ist ja auch noch der 1000 Sterne, zack, zack. Den erstmal, ne? In den Geldbeutel. Oder gibt es nur 4 Fossilien? Ja, weil letztes Mal, oder also gestern quasi, habe ich ein paar mehr gefunden. Aber kann ja auch sein, weil ich da erst Leiter gekriegt habe, irgendwie, dass sich das, ich sag jetzt mal, überschnitten hat. Dass ich da irgendwie noch hier in dem Gebirge, nenne ich es mal, 2 zusätzlich gefunden habe. So sieht es nämlich bald aus. Ey, dein Ernst? Ah. Ein Fernsprecherteil. Okay, einen Platz habe ich noch im Inventar. Immer noch einen Platz. Okay. Oh, gut. Dann würde ich sagen, erstmal zu Eugen die Fossilien bestimmen lassen, ne? Aber war schon mal ein guter Tag. Größeres Haus, neuer Inselbewohner und eine Brücke. Guten Abend, Basti. Komm im Museum von Tropical. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich hätte ja was zum Analysieren. So, und jetzt Daumen drücken. Das war die am besten alle noch nicht haben. Kein Zweifel, wir haben Selbstbereich solcher Stücke im Museum. Verdammt. Nehmen Sie sie zurück. Schade. Alle 4 schon? Alter, das ist hart. Das ist echt hart. Boah. So. Ja, zack. Was habe ich denn noch? Ah, Fossilienforschung, okay. Für 30 Fossilien, 500 Meilen. Sauber. Oh, und die nächste Stufe 100.
Seashadat. Seashadat. Bambuskorb, Bambustrommel. So, Moment. Hat der noch offen? Nee, ne, nach 10. Shit. Ah, schade auch. Soll ich etwas verkaufen? Na, Klärchen. Und zwar das, 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 das und eigentlich das hier alles. Das noch. Stein, Erz, nö. Jawohl, 17.000, das ist doch mal. Au, oh, halt, da oben war noch eine Muschel. Verdammt. Ja. Ich habe eine Muschel übersehen. Eine Stachelschnecke. So. Ei verbübscht. Okay. Böse Nook Miner. Na, mal gucken, ob das heute noch was wird. So, dann muss ich mich ja noch einmal an dem Automaten auch anmelden, damit ich mal einen täglichen Bonus kriege. Oh, was hat er denn jetzt? Hallo Basti. Mein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Das ist korrekt. Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch eines. Na, jetzt kommt's, der Kredit, ne? Mhm. Das macht 198.000 Sternis. Bitte führe Rückzahlung wie zuvor über den Bankautomaten des Noob-Portals durch. Ein Ding. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Kreditwaschbär, ey. So. Einmal pro Tag erhält sie für den Zugriff Bonusmeilen. So, 300. Sehr schön. Achso, ab 7 Tage gibt es nur noch in Anführungszeichen 300. Alles klar. Moment. Bank. Wohl erstmal Nook Shopping. Was haben wir da? Fußbodenspot. Hm. Autohut Sport. Oh. Ja, okay. Hm. Die gönnen wir uns. So. Fußbodenspot. Hm. Ah, nee. Nee. Ich würde gerne was einzahlen. Und zwar 800, das heißt, sagen wir mal 15.801. So, 3.000 behalten wir mal im Portemonnaie. Cute. Nook mal einlösen. Erstmal noch nicht. Oh, vielleicht geht's doch später auf eine Insel. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall Harvey, wollte ich ja noch besuchen. Der sträucht da irgendwo auf der Insel noch rum. Ja, und wie ist das mit den Häusern? Hier wird jeden Tag ein Haus fertig von den dreien? Oder wie funktioniert das? Wenn ich das mal da wüsste. Hier entsteht das neue Haus von Cube. Okay, die sind also auch schon vergeben. Cube und, oh, halt. Stella, genau, so hießen sie. Ich bin gespannt. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Sachen habe ich verkauft. Ach, genau, ich wollte ja noch erstmal ein bisschen was einlagern. Irgendwann muss ich mich dann auch mal eine Hausgestaltung machen, glaube ich. Jetzt, wo das noch ein bisschen größer ist, wirkt es doch sehr leer. Ach, halt, falsch. Moment. Das ins Lager. Mhm. Na komm, die behalten wir mal. Ach, siehst du hier, die Fernsprecherteile. Ja, die muss ich noch sammeln. Für Gulliver. Damit der mal wieder von meiner Insel wegkommt. Wir sehen hier einfach ein Haus bauen hier. Aber das wäre für ihn einfacher.
So. Ach, da oben streue ich Tavi noch rum. Jo, Lygia Exotica habe ich schon. Ja, den Strand habe ich auch schon abgesucht nach allem, was sich sammeln und verkaufen lässt. Schön, schön.